Und schon sind wir beim 19. Türchen gelandet. Wo jetzt die Augen vom Ochsen und vom Eselchen mit Augenlidern versehen werden. Für die Augenlider werden mal Bändchen mit einer scharfen Kante vorbereitet. Und an diese scharfe Kante kommt ein Lidstrich schon dran. Das waren Details, die mir auf den Vorlagen so gut gefallen haben, dass ich gesagt habe, ich muss die unbedingt übernehmen. Und dann kommt hier erstmal das Unterlid dran, unter das Auge, und dann das Oberlid oben drüber, und man sieht diesen Lidstrich wunderschön. Das Ganze eben erstmal beim Ochsen und dann auch beim Eselchen. Die langen Bänder werden dazu in passende kleine Abschnitte unterteilt, die dann jeweils zweimal Unterlied und zweimal Oberlied bilden. Das Unterlied kommt bei mir immer zuerst dran, damit das Oberlied wirklich überlappend über dem Unterlied steht. Sieht natürlicher aus. Danach habe ich den Kopf vom Ochsen noch ausgeformt. Der musste unbedingt noch breiter werden, nach unten. Und vorne das Maul. Und dann kam auch schon der Hals dran. Auf die Form und Länge achten. Den Kopf hinten noch ein bisschen breiter machen. Sollte halt wirklich so ein richtig massiger Ochse werden. Passend zu allen anderen Figuren. Dann den Nacken noch richtig ausarbeiten. Einen faltigen Hals und dann war der Esel dran. Auch hier noch den Kopf anpassen. Hals dran. Hals an den Körper, das ging hier schneller. Der Esel ist ja doch zarter. Und wie es weitergeht, geht natürlich im nächsten Türchen weiter.